Online. Auch nur kurz, um die Xbox Direct zu gucken, aber besser als gar nicht. Deswegen, wir gucken mal, was uns gleich erwartet. Ich weiß, dass für ein Alan Wake was kommt, wie man sieht. Ein paar neue Games soll angekündigt werden. Mal gucken. Ich hoffe, dass die Lautstärke so okay ist, weil ich habe noch nicht viel jetzt daran geändert. Bin froh, dass meine Kamera funktioniert. Das war ja ein Axt des Jahrtausends. Leck mich am Arsch, Leute. Aber okay, wenigstens pünktlich noch da bin ich wenigstens da. Muss ganz kurz den Chat noch anmachen, den habe ich jetzt vor lauter vergessen. Aber dann läuft wenigstens das heute. Auch wenn es jetzt nicht ein langer Stream wird, aber bin fix und fertig mit dem ganzen Einstellen. Pur Spaß momentan. Macht bloß keinen PC neu. Aber ich wollte wenigstens zudem noch kurz da sein. So. 4 Minuten noch, 4,5. Und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Ich hoffe, der Chat funktioniert. Ich habe versucht, so gut wie es geht, in letzter Sekunde das noch irgendwie einzustellen. Ich hoffe, dass auch morgen alles funktioniert. Ich muss auch mit der Kamera nochmal was ändern. Weil ich kann wahrscheinlich das mit dem, dass der Hintergrund ausgeblendet wird, nicht mehr machen. Weil leider nach dem Windows-Update seitdem das Ding nicht mehr funktioniert. Hey Redstone, wie geht's dir, mein Freund? Sorry, dass ich so lange nicht da war. Es tut mir so leid. Ich habe ein Windows-Update gemacht. Seitdem ist mein kompletter Rechner am Arsch. Ich bin seit 2 Wochen am Versuchen, das irgendwie zu fixen. Bin fix und fertig. Ja, es geht. Umständen entsprechend okay, gut. Aber ich bin fix und fertig. Hör mir auf. Ich habe so viel erlebt. Mach bloß kein Windows-Update, kann ich dir sagen, wenn du einen PC hast. Bei mir hat das alles zerschossen. Bei mir geht nichts mehr. Die Kamera geht jetzt auch gerade noch so. Ich muss jetzt morgen das so machen, dass man den Hintergrund nicht mehr, also dass man den Hintergrund wieder sieht. Aber ich muss mein Zimmer dafür noch aufräumen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Viel ist es nicht, was ich machen muss. Aber der Hintergrund muss noch ein bisschen frei. Aber anders, da kann ich sonst die Kamera nicht mehr nehmen. Das ist ganz schlimm. Meine Capture Card ging nicht, der Ton ging nicht, der hat sie nicht mehr erkannt. Ich habe im Spiel nur noch Ruckler seit dem Update. Ich habe nur noch zu kämpfen. Die Kamera muss ich jetzt jedes Mal wieder rausstecken und reinstecken, damit der die erkennt. Sonst kann ich den Hintergrund nicht ausblenden. Es ist beim Avatar komischerweise funktioniert, ja, aber so hat es nicht funktioniert. Einzige Möglichkeit, die ich habe, da müsste ich den Hintergrund halt wieder normal machen. Das wäre dann über die normale Kamera zu streamen und nicht über Nvidia eine Broadcaster. Und dazu mache ich dann morgen mein Zimmer jetzt halt fertig. Und ab morgen soll das hoffentlich wieder gehen. Ich mache seit 2 Wochen rum. Ich habe den PC neu aufgesetzt. Das Ding ist, ich war gezwungen, das so zu machen, weil ich habe einen PC neu gemacht, weil ich eine Grafikkarte gehabt habe und dachte, das irgendwie ist was komisch, weil OBS hat nicht mehr richtig funktioniert. Wegen ein paar Ruckler. So. War nicht so schlimm. Das Problem war dann andererseits, dass dann der Windows Defender, wenn du den kennst, also das Programm, was man so viel auf dem PC drauf hat, ohne ein anderes Virenprogramm, der ging nicht mehr auf. Das heißt, wenn ich jetzt was runtergeladen hätte und der würde mir das verweigern aufzumachen, hätte ich Probleme gekriegt, logischerweise. Ich hätte es nicht aufmachen können und nicht mehr spielen können oder sonst was. Also war ich gezwungen, das nochmal neu aufzusetzen, weil es ging nichts mehr. So. Jetzt habe ich. Das lade ich jetzt auch so hoch, glaube ich, dann das Video. Dann kann ich das nämlich gut erklären. Jetzt habe ich das Update drauf gemacht, weil ich gedacht habe, das wäre die Installationsdatei von Windows 11. Und durch das Windows Update 24H2 heißt das, glaube ich, funktioniert nichts mehr. Jetzt geht zwar der Windows Defender, aber der Rest geht nicht mehr. Wunderbar. Hat sich gelohnt. Und deswegen bin ich jetzt erst wieder da. Gestern habe ich versucht, noch ein bisschen was zu machen. Da ging auch schon die Kamera nicht. Hör mal auf, ich bin fix und fertig. Ich war schon dabei, gegen den PC zu treten, keine Ahnung, aber ich hab's nicht gemacht. Aber ich war wirklich am Verzweifeln. Es ging nix. Es ging nix. Das Update ist wirklich Rotze. Also ich weiß nicht, ob es andere auch das Problem haben. Wie gesagt, Windows 11 24.2, also 24H2 ist es. Ich versuche jetzt das vielleicht nächste Woche nochmal irgendwie runterzutakten. Das zum Beispiel geht auch nicht. Ich habe noch nichts eingestellt. Es tut mir wirklich leid. Ich bin die ganze Zeit am Einstellen. Ich versuche, dass es morgen da ist. Es geht noch gar nichts. Wahrscheinlich gehen nicht mal die Alerts.
Ich weiß es nicht. Ich muss da gucken gehen. Es ist furchtbar gewesen. Ich bin froh, dass ich ein Backup gemacht habe vom OBS einigermaßen, dass noch ein bisschen was da ist. Ach, hör mal auf. Nur furchtbar. In 2 Wochen mache ich damit jetzt rum, ne? 2 Wochen, kann man sagen. Es ist schon hart. Wie gesagt, dann ging das Ton nicht bei meiner Capture Card. Jetzt Gott sei Dank geht alles einigermaßen. Ich hoffe, es bleibt bis morgen so, damit wir Shiny hunten können, weil morgen kommt der neue Shiny-Event. Das hat mich heute so aufgeregt. Aber gut, gucken wir jetzt erstmal die hier. Wenigstens der Nightbot funktioniert. Mal gucken, was wir angekündigt kriegen. So, eine Partner-Preview ist es. Es kommen auch neue Spiele raus, by the way. Die werden heute gezeigt. Nicht nur alter Kram. Hauptmerkmal soll aber auf dem DLC von Alan Wake 2 sein. Und noch, glaube ich, 2 andere Spiele. Aber auf 18 schon einmal gestellt. Gut. Ja gut, Alan Wake war, glaube ich, ab 18. Sag mal bitte Bescheid wegen der Lautstärke, ja? Alan Wake, okay. This is Agent Kieran Estevez responding to an AWE alert in the vicinity. I need to speak. But the water could not flow. Good guys, gefühlt, danke. Bin sich drum gekümmert. Stagnant. Wie ist es jetzt? The pressure kept building. Looking for. Soll okay sein, oder? Noch lauter, noch lauter. Okay. Aber das Game muss ich irgendwann auch mal zocken, wenn ich ehrlich bin. Alan Wake hat mich mal immer interessiert. Und es scheint auch mehr Horror jetzt zu sein. Ist so noch okay oder noch lauter? In a forest. Not here. Not here. Not here. Jetzt hat? Find out how remedy. Was krass ist, ist exklusiv zu der Deluxe Edition, ne? Noch lauter. Expansion, jetzt aber. On Xbox Wire. Jetzt müsste es aber okay sein. Jetzt gerade Spider-Man. Geht doch? Okay, gut. Danke dir. Ich muss, wie gesagt, ein bisschen was einstellen. Neues Horror-Game wieder. Immer gut. Oder, Mann. Schach-Horror-Game. Wäre mal witzig einerseits. Fällt mir aber. Craven-Spiel. Oh, stimmt, es kommt. Craven kommt ja auch noch ins Spiel, gell? Aber das ist kein Craven. Wir kommen langsam in meine Richtung. Ist das nicht, wie heißt es? Net Dead Island, Dead Space. Little Company. Von der Anzüge her, ja. Aber in besserer Qualität. Es kommt ein Game wahrscheinlich, was mir gefällt. Kommt das noch das Halloween? Das wäre geil. Alter. Ja, arme Oma.
Onos, The New Dawn. Oh, das wäre so meins. Auf so ein Game hätte ich wirklich Bock wieder. Oh ja. Ach Mann, nächstes Jahr. Aber cool, sieht gut aus. Sieht gut aus. Sowas mag ich. Ein VR-Shooter. Im Dunkeln. Fortnite 2. Aber die Waffen sehen geil aus. Das Neon. Ist es... Was? Hä? Blindfire, okay. Early Access available today. Oh, kann man mal angucken. Blindfire is a unique shooter that removes light from the equation. Find out how the project came to be exclusively on Xbox Wire. Xbox. Lasertech, scheiße. guck mal, eine Krabbe. Die, ah, okay. Ja, ist es. Ja. Yakuza. Yakuza? What the fuck? Hey, aber das ist nicht schlecht. Das Ding ist halt wieder so ein Solo-Game wahrscheinlich. Tiefs 2. Ja, nach dem Motto. Ja, aber du steuerst halt wieder nur einer. Das ist nicht meins. ブライス亡き今マッドランティスはいくつかの犯罪組織で運営されてるよ。そのうち一番でかいのがクイーンミシェルってバーサの組織だ。よく来たね、キャプテンマジマにゴローマルの皆さん。マッドランティスには火事のも女の店もあるが、パイレーツ殺し屋もに一番金が動く。海賊王レイモンドの見事なデビュー戦だったな船長。やっと会えたな兄弟。 兄弟はやめ言うてろや。この先ずっと記憶喪失のままでいいのか。ヤクザの大幹部だったんだろう。記憶戻らんかったらこのまま海賊稼業を続けるのもありか。Xenoblade Chronicles 3. Oh, Xenoblade muss ich auch mal wieder spielen. Like it. Ah, es ist voll, ist von Yakuza. Irid Yakuza. Okay. Und die haben es um eine Woche vorgeschoben, wie es aussieht. Like a dragon, Pirate Yakuza in Hawaii takes the series in a direction we never expected. Find out about its naval battles on Xbox Wire. Was ist denn Xbox Wire jetzt die ganze Zeit? Und bitter Ding, das wäre witzig. Wie heißen die nochmal? Cuphead? Jo, ist es Cuphead? A clue, a lead. What more could a mouse detective want? Och lol, aber ich finde den Grafikstil geil. Hey, der ist mega gut, der Grafikstil. Eureka, this is a real mouse changer. Was mittlerweile alles geht, ne, für Grafikstile ist krass.
we just hit the jackpot. Wow. Aber witzig, coole Idee. Coole Idee. Aber wieder ein Shooter leider nur, ne? Aber ein cooler Inter- Ich finde den Grafikstil halt nice, ne? Deswegen mag ich auch Cuphead so gerne. Cuphead müssen wir mal spielen, auf jeden Fall, im Stream. Auf jeden Fall. Neues Horror-Game. Unter Wasser wieder mal. Oh. Subnautica 2, wow. Okay. Die machen den zweiten Teil von Subnautica. Mit, wahrscheinlich auch mit Coop diesmal. Dive into uncharted waters in Subnautica 2. Adventure alone or with friends as you try to survive on an all-new mysterious alien planet. Learn more exclusively cool. On Xbox Wire. Hey Eidas, guten Abend. Sorry, dass gerade nichts geht. Ich habe alles neu einstellen müssen. Ich mach das bis morgen fertig, sorry. Bin noch nicht lang da. Mein ganzer PC ist am Arsch gegangen. Auf gut Deutsch. Warte, pack die Katze. Which has been lurking in the shadows all along. Because if these shadows are allowed to remain within the shadows, then who knows what kind of shady shadow stuff these shadows are gonna do next in the shadows. What we must always remember is that without shadows there is no light. These shadows are evil, but some are not, and we have to look into the shadow of the shadow of the shadow to realize the shadow of the shadow within. Ich sehe auch gerade, ich gucke in die falsche Richtung, ne? So basically what I'm saying, Animal Well available today on Xbox. Augenblick. Oh, geiles Game. Uchuetaka. Oh, jetzt stimmt. Oh, das ist gut, das Game! Oh! Naizu! Wow, das sieht gut aus! Boah, der sieht mega gut aus. Ich hab Bock. Gachiga. Easy. Chikanane Gasundel. Das war der andere Anime von Fairy Tail, ne? Da gab's noch ein neuer. Genau, eben Zero, genau. Das kriegt ein Geld, das ist ja cool. Cool. Nicht schlecht. Finde ich interessant, gut. Kommt auf die Liste. Oh. Wir machen mal kurz die Grafik höher. Ich glaube, ich habe die Grafik nicht auf ganz hoch. Ah doch, okay. Bringt sofort was Eiders. Ich habe gar nichts da, danke. Ich ist eh gleich fertig. Ich bringe dann gleich was. Sorry, mein Freund. Morgen geht alles wieder.
dachte, die Sounds wären mit übernommen worden, aber leider nicht. Das sieht aber auch nicht schlecht aus. So ein bisschen Monster Hunter-like, ne? Eternal Strands. Und alles 2025, ne? Mittlerweile, krass. So viel, was rauskommt, bitte. Bellring. Viking Game. Oh. I have seen the god shatter. Into Gilded Mist. I have seen the es könnten Souls-like Games sein. Steadfast heroes among them. Ja, so ein bisschen Souls-like. And treacherous villains as well. I have seen the throne. Das ist ein Souls-like Game, ja. Faiths torn asunder. And all that still live before the end. They mourn, struggle in anguish and despair. Also okay, Eiders, was war denn los? Sorry, wie gesagt, mein PC ist komplett am Arsch gewesen. Ist er immer noch gut Deutsch? Ich muss noch ein paar Sachen ändern, deswegen ist noch nicht alles aktiv. Oh, scheiße. Sorry. Ich habe das gemacht. Ja, sorry, Eiders. Das ist meine Schuld. Ich habe das eingestellt, weil ich dachte, da kamen so viele Bots, weißt du? Sorry, das nächste Mal schreib mir gerade im Discord oder so, dann stell ich es wieder aus oder so. Da weiß ich Bescheid, dass vielleicht. Ich mach's wieder aus. Mistfall Hunter crosses Souls hat eh nichts gebracht. Extraction games to make for something brand new. Find out more exclusively on Xbox. Weil da kommen doch die laufen diese Leute rein, die dann irgendwie dich mit den Followern bla 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 da irgendwie voll labern. Weißt du was ich meine? Diese Viewer kaufen, bla. Hey Black Q. Und ja. Das ist aber geil. Eden Zero gefällt mir gut. Ist ein guter Typ. Subnautica ist auch nice. Eden Zero, mega gut. Kommt auf die Liste. Alles gut, Alter. Ich mach das wieder raus. Es hat eh nichts gebracht. Die schreiben immer noch. Ich hab gedacht, ich kann da die komischen Bots da ein bisschen umgehen, aber. Leider nicht. Ich weiß noch nicht, wie lange es geht. Angeblich 25 Minuten. Mal gucken. Oh. Also viel Gutes kam nicht bei bis jetzt raus. Das Eden Zero, wie gesagt, war nicht cool vom Spiel her. Warte, warte, du kannst auf einem Mensch reiten da als Fahrrad. Dann hast du Alan Wake, gab's kurz was zu sehen von dem DLC. Subnautica 2 ist interessant noch gewesen. Was gab es noch Interessantes? Das ist so ein neues Spiel im Grafikstil von Cuphead. Aber eher so ein Shooter, was mit so einer Maus, so einer Detektivmaus war. Und sonst eigentlich. Sonst denn viel verpasst. Asmophobia. Ah, weißt du, die PlayStation und Xbox kommt. Ah. Release-Datum. Hallo? Release-Datum für Phasmophobia. Für Xbox und PlayStation.
War ein Handy. Vielleicht kommt's auch aufs Handy. Mal gucken. Das Game habe ich auch wieder Bock. Machen wir auch wieder zu Halloween. Kommt ja wieder ein Halloween-Update raus. Habe ich lange nicht mehr gespielt. Aber Spaß macht es nach wie vor. Oktober 29. Passend zu Halloween. Passend zu Halloween. My dearest child. Was ist denn jetzt los? This island offers everything you may need in your precious life. Vast forests, roaring rivers, and mountains of rock and ice. You are old enough now to know that for every bit of goodness in this world, an opposing force exists. In the heat of the earth resides a darkness you cannot fathom. Demons as old as time, my child. Do not doubt, even a light like yours can be tempted by the dark. You must always choose good. And that I know you will. Dieses eine Game mit den kleinen Viechern ist so ein bisschen von der Mache her so, ne? Be resilient. Be resourceful. Be brave, my son. Stay in the light. Der Hundi. Babu by your side. And may the magic of this island protect us all. The Legend of Babu. Babu. To protect it, I failed. Now I walk the path of blood until my mission is fulfilled. I will not rest until all traitors are silenced and our stolen kingdom returned. Bisschen zu krasse Stimme für den Kerl. Wieder ein Souls-like Game. Die haben so eine komische Quali heute irgendwie, ne? So eine. Da bin ich schon auf 1080. Es gibt's viel zu viele mittlerweile, das stimmt. Wir hatten ja mal ein ganzes Jahr nur Souls-like Games, ne? Letztes Jahr war das? Aber scheint ja gut zu verkaufen, vermutlich. Gut aussehen tut's ja. Ich bin zu scheiße für so Spiele. Aber cool aussehen tun sie. Die Spiele. Nothing is forever. Hurang, okay. Das war ein Spiel, was auf jeden Fall vorgestellt worden soll, also werden sollte. This place was always dangerous. And weird. Dangerous end. Policy and procedure used to keep us in control. But now, I play a group, okay. A new approach. Die Kammerjäger kommen, jawohl. Ja, das gibt mir so Vibes von Dead Space. Wie heißt es?
Ah, wie heißt es? What the fuck? Vor allen Dingen so drei Kammerjäger, weißt du? Gartenzwerg! Nom, nom! Firebreak. Remedy went about designing its first ever multiplayer game exclusively on Xbox Wire. Was ist Xbox Wire? Ich verstehe nicht, was Wire ist. Wahrscheinlich der MVP Gartenzwerg. Das war's schon. Ich glaube, das war's schon. Das Beste war für mich das Eden Zero, bin ich ganz ehrlich. Ah, das Kronos sah noch ganz gut aus. Oh. Subnautica kommt zu Game Pass direkt. Ich glaube, das war's. Leute. Das war's. Ja, Eden Zero war ganz cool. War okay. War okay. Klein, aber fein. Mit 25 Minuten haben sie wirklich dann gar nicht übertrieben. Genau. War fein oder klein. Gut. Meine Lieben, dann sorry, ich bin für heute auch schon raus. Ich muss noch den Rest hier einstellen, damit es morgen funktioniert, ordnungsgemäß. Ich habe mich heute so aufgeregt. Ich sitze seit wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, seit 5 Tagen, Tag und Nacht, wirklich darum und versuche den Kack da einzustellen. Seitdem ich das Update gemacht habe, es läuft einfach nichts. Ich habe das nochmal hier am Anfang gesagt im Video, wer es sich nochmal anhören will. Dann wisst ihr genau, was war. Ich werde es auch nochmal hochladen auf YouTube, damit es auch der Rest weiß. Und ich hoffe, dass morgen alles wieder normal läuft. Und ja, wir werden morgen Shiny hunten. Das weiß ich auf jeden Fall 100%. Es kommt ein Event. Ich weiß nicht mehr genau, welche Shinies reinkommen oder welche, ich sag mal, Entschuldigung, häufiger da sind. Irgendwas kommt da morgen. Und da gucke ich auf jeden Fall mal, dass wir die kriegen. Und dann mal gucken, was wir sonst noch machen. In diesem Sinne, habt einen schönen Abend. Dankeschön, dass ihr da gewesen seid. Auch wenn es wirklich wieder nur kurz war. Sorry, ich wollte schon, wie gesagt, heute Mittag da sein, aber es ging wieder nichts. Und ja, ich hoffe, dass es morgen funktioniert. Haut rein, macht's gut, habt einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss, gute Nacht. Bis morgen dann. Ich sag nicht 15 Uhr, sagen wir mal 16 Uhr, okay? Bin mir bei 15 Uhr nie sicher. Sagen wir 16 Uhr, dann bin ich auf jeden Fall da. Dann.